So, guten Tag und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Primzahlchecker mit Python programmieren könnt. Als allererstes müssen wir mal klären, was ist denn überhaupt eine Primzahl? Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die größer als 1 und ausschließlich durch sich selbst und durch 1 teilbar ist. Das ist die Wikipedia-Definition, aber was das genau heißt, das besprechen wir jetzt. Also, es ist eine natürliche Zahl, das heißt, es ist eine ganze Zahl, also 1, 3, 4, 7, 10, 11, alles ganze Zahlen, aber eben keine Kommazahlen. Dann, die Zahl muss größer als 1 sein. Das heißt, 0, 1 und negative Zahlen sind keine Primzahlen und fallen alle schon mal weg, weil die Zahl eben größer als 1 sein muss. Dann zum Schluss noch, das wisst ihr aber wahrscheinlich alle, eine Primzahl muss durch sich selbst und durch 1 teilbar sein, und zwar nur durch sich selbst und nur durch 1 teilbar sein. So, was soll das Programm denn jetzt überhaupt können? Also als allererstes soll es den Benutzer dazu auffordern, eine Zahl einzugeben. Dann soll das Programm überprüfen, ob die eingegebene Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Und dann soll es das Wort Primzahl oder keine Primzahl korrekt als Antwort ausgeben. Drei Sachen klingt erstmal nicht so kompliziert. Das ist auch mehr eine Aufgabe für Anfänger. Genau. Dann noch ein paar Tipps, falls ihr das selber probieren wollt. Ihr werdet wahrscheinlich die In-Punkt-Funktion brauchen. NumPy kann euch helfen. If-Else-Funktion wahrscheinlich. Dann noch Print. Und die Operatoren Plus und Geteilt. Also die Sachen habe jedenfalls ich genommen. Dazu muss ich noch sagen, es gibt sehr viele verschiedene Lösungswege, wie man so ein Programm erstellen kann. Und ich habe nicht nur ausschließlich diese fünf Sachen genommen. Diese Liste ist mehr dazu da, dass, falls ihr es selber probiert und ihr wisst vielleicht nicht weiter, ihr hängt gerade, dann könnt ihr einfach nochmal auf diese Liste schauen und dann kommt euch vielleicht eine Idee. Also vielleicht hilft's euch weiter. Vielleicht auch nicht. So, jetzt könnt ihr entweder das Video pausieren und selber probieren oder ihr schaut euch jetzt die Lösung an. So, jetzt zur Auflösung. In der ersten Zeile einfach nur Input, da bitten wir den Benutzer eine Zahl einzufügen und diese Zahl wird dann überprüft, ob sie eine Primzahl ist oder nicht. Hier in der zweiten Zeile schreiben wir if number kleiner 2, dann soll das Programm keine Primzahl sagen. Wir haben ja vorher besprochen, wenn die Nummer kleiner als 2 ist, dann kann es gar keine Primzahl sein. Das heißt, die können wir alle schon mal ausschließen. Falls die Zahl jetzt jedoch nicht kleiner als 2 ist, dann kommt hier der Block ins Spiel. Hier importieren wir einfach mal NumPy. Das machen wir dazu, dass wir eine Liste mit Kommazahlen machen können. Genau. Hier die Liste, die habe ich einmal FloatList genannt. Das ist die Liste mit den Kommazahlen. Und zwar geht die von 1 bis zur Hälfte der eingegebenen Nummer. Dann teilen wir die Nummer durch diese Liste. Das heißt, wir teilen die Nummer durch quasi jeden Teiler. Weil die Teiler sind ja 1. Bis zur Hälfte der Nummer. Wir müssen nur bis zur Hälfte der Nummer gehen, weil falls wir über die Hälfte gehen, dann ist ja klar, dass keine ganze Zahl rauskommt. Und es muss ja eine ganze Zahl rauskommen. Genau. So,
Jetzt schauen wir, ob diese zwei Listen jetzt Übereinstimmungen haben. Wenn die jetzt Übereinstimmungen hätten, dann würde das, wenn man quasi print set floatlist intersection diff, dann würden die da angezeigt werden, die Nummern, die sich überschneiden. Wenn sich jetzt jedoch keine von diesen Nummern überschneiden, dann kommt hier nichts raus. Und wenn hier nichts rauskommt, dann heißt es einfach nur, dass die Zahl keine Teiler hat, keine ganzzahligen Teiler außer 1 und sich selbst. Und das heißt, es wäre jetzt eine Primzahl. Das heißt hier nochmal, wenn sich nichts überschneidet, ist es eine Primzahl. In allen anderen Fällen, also wenn sich doch was überschneidet, dann schreibt das Programm keine Primzahl. Wir werden das Ganze jetzt auch testen und schauen, ob es funktioniert. So, als erstes mal 1, keine Primzahl. Können wir nochmal 0 eingeben, auch keine Primzahl. So, jetzt probieren wir es mal mit 7. Ja, ist eine Primzahl. Wir können auch noch mal was Größeres probieren, Beispiel 1000. Dreizehntausendeinhundertfünfzehn ist keine Primzahl. Wir können es auch noch mal mit einer größeren Zahl probieren, hier 98.947 ist eine Primzahl. Genau, wenn ihr das Programm jetzt selber geschrieben habt, dann testet es. Also gebt selber ein paar Zahlen ein und schaut, ob die Primzahlen sind oder nicht. Wichtig wäre mal 0 zu probieren, 1 zu probieren und negative Zahlen zu probieren und ansonsten einfach mal schauen, wie weit euer Programm das schafft. Ja, genau, also desto höher euer Programm das halt machen kann, desto besser ist es. Bei meinem Programm jetzt habe ich es bis zu 100 Millionen ausprobiert. Das ging auch noch, hat aber eine Weile gedauert. Genau, und schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr es gemacht habt, welche Methode ihr verwendet habt. Genau, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.